schön. Der Wind ist kalt. Fast ein bisschen zu kalt. Und dass die Stellen, wo ich vorher geschwitzt hatte, durch den kalten Wind ein bisschen zu kühl sind gerade. Aber alles, was trocken ist, geht gerade noch. Also, der Wind ist kühl. Kaugummi ist auch noch am Start, wie ihr seht. Richtig schön. Leute sitzen aber im Bikini teilweise hier, ne? Aber im Wasser ist sich kein. Wellen sind auch relativ gut am Start. Große Fahne geht aber nicht so überall. Auch man kann reingehen. Dann sind die alle nackt. Es riecht nach Meer, nach frischer Luft, nach Sommer. Ja, ganz stark nach Meer. Sand, Algen. Ist aber nicht so viel los. Jedenfalls dieser Strandabschnitt ist relativ leer. Darf ich nicht hinhalten, weil da hinten sitzt eine Frau im Bikini. Da hinten könnte man annehmen, dass noch welche da liegen. Aber wir haben ja jetzt auch Donnerstag, also mitten in der Woche. Glaube ich, wieder so ein Strandabschnitt, wo die Felsen weggehauen worden sind. Sieht gerade so ein bisschen so aus, dass man reingehen könnte, wenn man wollte. Wird sicherlich bald starten. Ich denke mal, so im Mai gehen die Leute alle wieder ins Wasser. Ist einfach noch zu kalt. Der Seegang ist auch zu stark. Man darf es nicht unterschätzen, wie immer, ich sage es jedes Mal wieder. Alanya hat einen sehr gefährlichen, hat eine sehr gefährliche Strömung, die einen nach hinten zieht, nach unten zieht, nicht unterschätzen. Auch wenn es nicht so stark aussieht gerade. Eigentlich macht mein Kaffee sich bemerkbar. Ich habe das eben schon gemerkt im Karnevalshop. Aber ich kann mich nicht trennen, ne? Ist so schön hier. Ich muss auch noch mal kurz, oder ich möchte kurz beamen. Brot muss ich kaufen, oder möchte ich kaufen. Mein Bürgerbrot ist auch fast alle. Ja, also ein bisschen was haben wir noch zu tun. Deswegen würde ich sagen, verlasse den Strand jetzt. Der Wellengang ist ganz schön heftig. Ah, ein bisschen salziger. Salzige Meeresbrise in meinem Gesicht. Ein paar Tropfen habe ich abgekriegt. Thank you.
Da waren wir am Montag auf dem Berg. Sind da an der Seite rumgekraxelt. So nah und doch so fern. Eigentlich könnte man hier so querfeldein ganz schnell hin, ne? Aber wenn du hier an diesen Bogen gehen musst, was man ja muss, wenn man zu Fuß oder mit dem Auto geht, dauert das halt 20 Minuten mit dem Auto. Ich würde mal sagen, zu Fuß bestimmt eine Stunde. Ich bin aber noch nie von hier zu Fuß dahin gelaufen. Das wollte ich diesen Winter eigentlich machen, ne? Habe ich nicht gemacht. Tja. Hätte ich wahrscheinlich. Ich glaube, die Hunde hatten mir das. Jetzt sind wir da an die Quere gekommen. Was fahren die denn da hoch auf der Brücke da hinten? Da? Was machen die da? Was ist das? Ist das Holz oder so? Bauen die die Brücke wieder? Machen die wieder Sommerfit? Oder nee, ist da nicht da drauf gewesen? Hä? Was machen die da? Moment. Seht ihr das? Ich kann es nicht sehen. Ihr seht es bestimmt besser. Ich habe euch nah rangefahren. Ran geht nicht. I don't know. Ich mache noch meine löchrigen Strümpfe hier an. Ich hätte mir jetzt eigentlich die Männerstrümpfe beim Salle-Pazar kaufen können. Mal ausprobieren, ob die besser sind, weil das sind ja auch Männerkniestrümpfe. Habe ich nicht dran gedacht. Dann gehen wir mal weiter. Tun mir schon wieder hier die Knöchel weh, ne? Oh mein Gott. Uff. So, wo sind wir dann jetzt hier durchgegangen? Da durch den Tunnel, genau. Oh, tschüss Strand, schön Gras hier. Schade, dass wir so weit oben wohnen, ehrlich. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Nicht mal wieder durch den Tunnel hier. Dann nach Haus. Richtig schön warm, ne? Wahnsinn. Warum es hier so nass ist, weiß ich aber nicht, ne? Hier das Meer übergeschwappt ist oder ob irgendwo Flusswasser rauskommt von irgendwo oder vielleicht haben die auch sauber gemacht. Kann alles sein. So, in welche Richtung gehe ich? Die oder die? Ich glaube, ich komme hier besser nach raus. Ich bin hier voll reingebatscht. Und bin ich da voll in die Pfütze rein. Pause, das Werbeauto.
Tankpreise, falls es jemand interessiert. Überall 42, 42. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Was braucht man da? So, jetzt bin ich gleich oben. Mann, ich bin total nass geschwitzt, Leute. Mein Rücken, alles nass. Habe ich noch gesagt, dass es mir kalt ist? Nee. Aber das ist halt das Gefährliche, ne? Man friert. Und man schwitzt und dann frierst du wieder. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie der Wind gleich um die Ecke weht und mir in den nassen Nacken oder auf den nassen Rücken geht. Ich hatte doch hier eine Nadel drin, oder? Warum ist das alles schon wieder hier auf? War wahrscheinlich wieder nicht so richtig gemacht. Ui, ist das warm. Das habt ihr auch lange nicht gehört, ne? Puh. Bin bestimmt wieder knallrot. Sehr auffallend, ne? Die Ausländer, die sind alle im T-Shirt. Und die Türken haben alle irgendwie noch was Langes, Warmes an. Ich gehe mal hier wieder an der Moschee vorbei. Oh,
man die Hühner da in der frisch gemähten Erde. Buddeln die. Das ist auch eine schöne Villa da oben auf dem Berg, ne? Hm. So, jetzt bin ich hier wieder raus. Meine Güte, das war vielleicht ein Theater jetzt hier, weil die irgendwas falsch gemacht hatten an der Kasse und oh. Naja, ich bin dann an die andere Kasse. Schnell nach Hause. Ich bin jetzt dabei, mir Essen zu kochen. Und zwar hatte ich noch so einen Rest Butter. Und den mache ich mir jetzt einmal warm, beziehungsweise jetzt lasse es zergehen. Dann werde ich gucken, dass ich die Zwiebeln mit der kleinen Flamme hier einmal anbraten kann. Und dann gibt es noch Tomaten, habe ich noch da. Und Paprika, das muss alles irgendwie mal weg. Deswegen, ich habe den Hennen eben noch mal Brot gegeben und den Hunden auch, die haben auch Brot bekommen. Eine Wurzel haben sie gekriegt, hätte ich den Hennen eigentlich auch geben können, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das mache ich nachher vielleicht noch, bis sie füttern gehen. So. Und die Paprika mache ich auch gleich mit rein. Ja, es ist das. Ne? Dann mal anbraten, wenn das denn möglich ist. Ein bisschen mehr Öl mache ich noch mal rein, damit es noch ein bisschen schneller geht vielleicht. Ja. Und dann habe ich mir hier auch den Käse schon geholt, der kommt dann da auch gleich rein. Mit den Eiern und dann die Nudeln, die habe ich ja auch. Und in der Zwischenzeit esse ich den Käse. Der schmeckt nämlich eigentlich ganz gut. Das ist, weiß gar nicht, von Wien oder von A101. Ich habe jetzt Tomaten mit reingeschält. Eigentlich müsste ich mir jetzt hier so einen Mülleimer machen für die Hühner, weil die essen ja wirklich alles, ne, an Gemüseresten, Kartoffelschalen sogar. Mal gucken, was die alles dürfen und dann gebe ich denen gleich nochmal Gemüsereste. Oh, ich habe jetzt gerade mal geguckt, was Hühner so essen dürfen. Also sie dürfen Nudeln, Reis, sie dürfen auch Karotten. Und solche Sachen, die dürfen aber nicht so viel Zitrusfrüchte, weil die zu viel Vitamin C haben. Und Vitamin C verursacht, wenn es in Massen gegeben wird, verursacht das Darmblutungen. Und deswegen
dürfen sie nicht so viel Zitronen und Orangen. Das wäre auch interessant zu wissen, ne? Ob die wo Eier essen? Sie produzieren Eier und essen sie auch? Das wäre doch mal lustig, ne? Das kann man ja auch gucken. Dürfen Hühner Eier essen? Das ist eine interessante Frage, oder? Naja. Salz, Pfeffer und so gewürzte Sachen dürfen sie übrigens nicht. Ich werde denen jetzt ein paar Nudeln auch geben, aber ich werde sie einmal abwaschen, weil ich habe die ja gesalzen. Naja, ich mach mal. So, ich mache jetzt den Käse da rein. Ich hatte noch so ein bisschen Frischkäse, das habe ich reingemacht. Und jetzt kommt ein bisschen Käse mit rein. Nicht so viel, aber ein bisschen. Und Eier. Mache ich auch gleich rein. Und dann ja, Tomaten habe ich jetzt nicht gefüllt, ne? Müssen wir auch noch mal gucken. Keine Ahnung. Ey, ich mache jetzt mal hier so ein, Dings fertig für die Hühner. Also, Tomaten, Champignons dürfen sie auch. Ich habe noch so alte Champignons. Die sind noch in Ordnung, glaube ich, aber die esse ich nicht mehr. Also, die könnte ich ihnen auch geben. Und ein bisschen Wurzeln, ein bisschen Nudeln und dann haben sie heute genug Essen, glaube ich. Brot hatte ich ja auch schon reingetan, dann brauche ich sie heute. Kann ich ein bisschen mit dem Getreide sparsamer sein. Wir haben ja so einen Sack Hühnerfutter gekauft und ist vielleicht mal eine gute Abwechslung. So, man muss sich halt mit den Hühnern beschäftigen, ne? Was dürfen sie nicht? So. Und dann mache ich noch Eier rein, gleich und die Nudeln. Jetzt kriegen die Hunde gleich mit Joghurt. Ich habe nämlich noch Joghurt, den ich den Hunden geben wollte. So. Wir haben ordentlich zu tun hier, unsere Nachbarn gerade, keine Ahnung. Irgendwas ist da mit den Autos, glaube ich, nicht richtig. Eins, zwei. So, und hier mache ich mal für die Hunde. Ohne Zwiebeln natürlich. Möglichst. So. Schale gebe ich den Hunden ja nur, wenn ich wenn ich sie abgekocht habe. Ne? Hatte ich ja schon erzählt. So, das kann alles weg. Vielleicht dürfen die Hühner ja ihre Hühnerschalen essen. Ich google das mal. Moment. Vielleicht kann ich auch den Hühner geben. Mal schauen. Die sollte ich aber dann auch nochmal mit kochendem Wasser vielleicht abmachen, damit die nicht irgendwie Bakterien von fremden Hühnern zu sich nehmen. Ne? Also, Hühner sollten auf jeden Fall mit Eierschalen gefüttert werden, weil das die Kalziumproduktion anregt. Genauso wie bei meinen Hunden. Aber einige sagen, es wird ja auch im guten Hühnerfutter wird zum Beispiel Muschelschalen mit angeboten, wegen dem Kalziumbedarf oder keine Ahnung. Ne? Und die einige sagen aber auch, die würden sonst auf den Geschmack kommen und ihre eigenen Eier anpicken. Also auf keinen Fall Hühner. Eierschalen geben. Keine Ahnung. Also ich werde das jetzt einmal, wenn das so gut für die Tiere ist, werde ich jetzt einmal diese Schalen kurz in kochendes Wasser geben. Einige sagen, die Hühnerschalen sollen getrocknet werden. Hä, wie trocknet man denn bitte schön Hühnerschalen? I don't know. Auf jeden Fall werde ich jetzt das einmal in kochendes Wasser tun. Dann können meine Hunde das auch essen. Und die Hühner können ihre eigenen Eierschalen wieder essen. Mann, das wird aber heute ein Leckerbissen für alle Tiere. Ich sag's euch, Hunde, du. Natürlich habe ich diese Eier jetzt hier nicht gesalzen für die Hunde. Ich tue denen das alles in einen Extratopf. Ein Extratopf für die Hunde, ein Extratopf für die Hühner. Und dann haben sie es alle nachher, inshallah. Einen satten Magen, inklusive mir. Ich sag's euch. Ja, Hühner sind alles was, aber Zitrusfrüchte, da soll man halt vorsichtig sein. Dürfen sie auch, aber wie gesagt,
zu viel Calcium, zu viel Vitamin C verursacht Darmblutungen und das soll man ja nicht. So, das sind die Eier für meine Hundis. Tue ich mal auf einen extra Teller hier. Und dann kommen meine. Und dann werde ich einmal Wasser abkochen und meine sind noch nicht ganz durch hier. Und dann werde ich Wasser abkochen und das für die Hühner und für meine Hunde einmal vorbereiten hier. Meine Güte, so viel Kochsachen, ne? So, jetzt kommen erstmal meine Nudeln hier rein. Das kann ich zwar nicht alles essen, aber ich kann es auch morgen noch essen. Ist jetzt nicht so schlimm. Und das gibt es für die Hundis und für die Hühner auch ein paar. Dafür werde ich die jetzt einmal gründlich abwaschen. Und dann die Hunde damit füttern gleich und auch die Hühner. So was. Dann noch mal so eine Schale geben. Ich habe nämlich für die Hühner noch gar keine. So eine große Schale habe ich gar nicht. Aber mal hoffen, dass wir da jetzt keine Ratten anlocken, ne? Weil lieber weniger geben, sonst können die das nicht aufessen. Ne? Und dann kommen nachher Ratten. Das wollen wir, soll man ja nicht. Man soll das auch gleich entsorgen, die Futterreste natürlich. Mein Hahn, der hat sich ja richtig gierig auf den Apfel gestürzt gestern. So, jetzt kann ich auch wieder Salz reinmachen. Ich hatte gestern schon zu wenig. Und dann mache ich gleich mal zwei Teller hier fertig für die Tiere. Aber erstmal esse ich. So viel Zeit muss sein. Die Hunde kriegen auch noch nicht. Das ist zu früh. Ich habe denen eben Brot gegeben. Die sind sicher noch satt und eine Wurzel. Vielleicht haben sie da auch dran rumgeknabbert. Aber die Hühner, naja, die hatten auch Brot bekommen. Also. Ich glaube, das reicht noch. Naja, auch nicht überfüttern hier. So. Mal einmal abschmecken. Sieht ja nicht so lecker aus, ne? Boah, schmeckt aber lecker. Sieht nicht lecker aus, aber schmeckt lecker. Ein bisschen wieder vergessen, Bismillah zu sagen. Ne? Ich sage, vergesst das so oft, ne, vor dem Essen Bismillah nochmal dahin zu sagen. Das muss ich leider zu meiner Schande immer wieder eingestehen. Ich sage es immer, wenn ich schon ein bisschen im Mund habe. Ja, mein Mann vergisst das nie. Ne? Das kommt halt, weil die so aufgewachsen sind. Und ich nicht. Ne? Ich glaube, ich habe das noch nicht so, trotzdem ich das ja schon viele Jahre mache, das immer noch nicht so im Blut. So, jetzt gibt's Essen. Was, Mama? Ich sitze inzwischen hier schon eine ganze Weile mit den Hunden. Wir haben gerade die ganze Zeit schon gespielt und ich habe alles geschortet. Ich habe die Hennen gefüttert und das habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Ich habe die Nudeln, Wurzeln und ja, ein Stück Tomate und was war noch drin? Noch irgendwas gegeben. Ja, da haben sie sofort sich drauf gestürzt. Ne? Das fanden sie jetzt richtig lecker. Das kriegen die Hunde gleich auch noch. Pascha ist schon wieder müde. Ja. Naja, ich bin jetzt hier am Schneiden meiner Shorts und meiner Videos und ja. Ah, es ist 9:15 oder 9:15? Ich kann es nicht sehen. 9:15, glaube ich. Und ich sitze und gucke Fernsehen, ich gucke YouTube-Videos. Fernsehen gucke ich ja sowieso nie eigentlich. Also Fernsehprogramme, so öffentlich oder so oder privat. Ich gucke nur YouTube eigentlich. Oder die Serien, die oft im Internet gezeigt werden, auch Fox TV meistens. Ja, aber ich hatte irgendwie keine Lust, heute Serien anzugucken. Ich hatte überlegt, ich habe Qatar angemacht auf YouTube, das ist aber Folge 6, die habe ich schon gesehen. Dann habe ich versucht, Kusu Konjala auf YouTube anzumachen. Auch die Folgen habe ich alles schon gesehen. Das heißt, ich muss ins Internet. Und das alles ist ein bisschen mühsam. Manchmal lädt das nicht. Und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und dann wusste ich nicht mehr genau, wo ich war. Habe ich aufgehört. Ich habe ja Kusu Konjala abgebrochen, als ich letztes Mal geguckt hatte. Und ja, egal, habe ich gesagt. Morgen vielleicht. Ich bin auch sehr müde und sehr kaputt. Ich weiß gar nicht, warum, weil ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht heute. Aber ich bin müde und ich würde am liebsten jetzt schlafen gehen. Aber 9:15 ist noch richtig früh, ne?
Kann ich noch nicht schlafen gehen, Mensch. Und deswegen bleibe ich nur auf. Die Hunde spielen da draußen rum. Manchmal schlafen sie, manchmal spielen sie, keine Ahnung. Jedenfalls, ich war auch eben noch mal oben, habe so ein bisschen in die Gegend geträumt, habe noch draußen auf die Burg geguckt. Das ist immer sehr, sehr schön abends. Haben wir lange nicht gemacht, ne, dass wir abends mal geguckt haben. Sorry, ich habe jetzt keinen Bock hochzulatschen. Ich komme gerade von oben, mein Nachtgebet ist vollbracht. Ich schneide jetzt meine Videos. Zwei meiner Videos habe ich gerade durchgeschnitten. Das ist jetzt der letzte Teil, den ich gerade anschneiden wollte. Und da fehlt mir noch das Outro. Und das drehe ich jetzt gerade. Wie gesagt, wie ihr gerade seht, ich hier, das ist übrigens das Muster, was mit diesem Schiffchen genäht wird, ne? Gehäkelt wird. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich habe das noch nie gesehen. Bevor ich in die Türkei gekommen bin damals, habe ich nicht gewusst, dass man solche Handarbeit machen kann. Vielleicht zeige ich euch das mal. Ich kann die Dinger ja mal kaufen und dann gucke ich mir noch mal im Internet an, wie das funktioniert. Ich habe es echt vergessen, ne? Ich weiß das nicht mehr. Aber ich habe das auch gemacht. Also ich habe 2 oder 3 oder 4 Kopftücher sogar für meine Tochter mit diesem Mackie gemacht. Und ja, vielleicht, hey, ist es da aufgegangen? Nee, sah gerade so aus. Naja, und vielleicht kann sie das ja mal zeigen. Aber ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Also wir haben ja ganz viele Kopftücher für sie bei ihrer Hochzeit gehabt. Ich habe Massen von Kopftüchern genäht, also gehäkelt, gemacht, getan, bevor sie geheiratet hat. Naja, genau. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Wird gar nichts mehr passieren. Ich habe alles gegessen, was ich essen muss. Ich habe alles getrunken, Tee und Schokolade gegessen. Ich habe Kekse gegessen. Ich habe den Narrsaft aufgemacht, den mein Sohn gekauft hat. Der schmeckt so eklig. Ich zeige euch das mal morgen. Boah, richtig furchtbar. Aber der muss jetzt weg. Ich habe ihn angebrochen, wenn ich die Nase so zumache. Und dann kann man den, glaube ich, trinken. Das schmeckt richtig eklig. Naja, und das habe ich ein bisschen... Ich habe wirklich viel getrunken heute. Wahrscheinlich, weil ich sehr doll geschwitzt habe vorhin. Und ja, dann gehe ich ins Bett, schlafe. Morgen ist Freitag und das heißt, Freitag, das 2, 3 Tage. Ich weiß nicht, wenn wir Montag fasten, dann ist morgen der 3. Tag vor dem Ramadan. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass wir diese schöne Zeit auch schön verbringen können. Ich wünsche mir das, inshallah, für alle Muslime. Und ja, nun verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ein sehr schöner, sommerlicher Tag heute. Und ich hoffe, morgen haben wir auch Sonnenschein. Ich habe gar nicht geguckt. Ja, bis morgen. Tschüss.